Problem of God zeigt einerseits oder stellt die Frage, hat Gott das Problem, dass er unsichtbar ist, oder haben wir Menschen das Problem, weil Gott für uns nicht greifbar, nicht sichtbar, nicht anwesend ist? Matrix und Denkfigur für die Ausstellung ist Abi Warburg und sein Mnemosyne-Atlas sowie eine Auswahl seines Bildarchivs, seines fotografischen Archivs aus dem Warburg Institute in London. Und Abi Warburg hat seine Forschung eigentlich dem Nachleben der Bilder gewidmet. Und bei ganz vielen Arbeiten wird deutlich, dass eben mit diesem Erbe gearbeitet wird, aber gleichzeitig sie in vollkommen neuen Bedeutungszusammenhängen auftauchen und dass das unterschiedlich ist, absolut heterogen. Das zeigt sich in der Ausstellung. Nichtsdestotrotz ist der Rahmen eben die Untersuchung darüber, wie eben dieses vom religiösen Lamm losgelöste christliche Kultur- und Bilderbe sich in der zeitgenössischen Kunst niedergeschlagen hat.